Lieben und Welcome back auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Antonia von Gold School DIY und bei mir hier auf YouTube stricken und häkeln wir ganz viel. Und ich habe heute eine neue Anleitung für euch und zwar wollen wir zusammen Socken stricken. Ich weiß, es ist so ein bisschen angestaubt, Socken stricken, aber ich habe es irgendwie voll für mich entdeckt und es macht total Spaß. Und ich liebe einfach diese bunten Kuschelsocken, die man sich so... ja, abends drüber ziehen kann, vor allem jetzt irgendwie auch noch in der kalten Jahreszeit. Es ist einfach perfekt, solche Kuschelsocken zu haben oder natürlich auch, um sie zu verschenken. Und genau, in diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Socken immer stricke. Seid auf jeden Fall vorher schon mal gewarnt, es ist jetzt kein super schnelles Projekt, einfach auf jeden Fall, aber nicht besonders schnell. Ich brauche pro Socke ungefähr so 5 bis 6 Stunden, das heißt in 12 Stunden ein Sockenpaar ist schon eine Hausnummer. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, es ist auf jeden Fall super entspannend. Vielleicht könnt ihr auch schon ein bisschen besser stricken und müsst bei glatt rechts auch gar nicht mehr hinschauen und könnt beispielsweise nebenher dann noch irgendwie was lesen oder eine Serie gucken oder so. Und ja, dann geht die Zeit auch ganz schnell rum. Oder zum Beispiel kann man auch super irgendwelche Fahrzeiten in der Bahn oder im Bus oder so damit überbrücken. Genug geredet, wir starten jetzt mal gleich rein in die Anleitung und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Zuerst einmal stellt sich natürlich die Frage, was brauchen wir alles zum Stricken? Zum einen natürlich die passende Wolle. Es gibt sogenannte Sockenwolle, das ist meistens Schurwolle. Die gibt es auch in ganz, ganz tollen Farbverläufen und die sollte eben für 2,5 bis 3,5er Nadeln geeignet sein. Was ich bei der besonders cool finde, ist wie gesagt zum einen, dass sie eben in so ganz tollen Mustern und Farbverläufen verfügbar ist, dass eben so diese klassischen Stricksocken dabei rauskommen. Ich finde allerdings, dass man in diesen Socken schon so ein bisschen schwitzt und ich trage auch unter denen immer noch ein anderes dünnes Paar Socken. Das heißt, die sind halt so die perfekten Kuschelsocken zum Drüberziehen für den Winter und so weiter, aber jetzt so, ich sag mal, Alltagssocken quasi ohne irgendwas drunter. Da muss ich sagen, schwitzt man darin immer sehr. Und ich habe noch eine Alternative und zwar eine Bambuswolle, die hier zum Beispiel jetzt ist aus 70% Bambus, 23% Baumwolle und 7% Acryl. Und das Coole ist, ihr müsst das wirklich mal fühlen können, diese Wolle ist so unglaublich weich. Also steht hier auch Soft Bamboo heißt sie. Ich habe die von Hobby, soweit ich weiß, gekauft. Und genau, mit der stricke ich auch wahnsinnig gerne Socken. Habe da auch schon 2 Paare gemacht und das Coole daran ist halt wirklich, es trägt sich unglaublich angenehm und man schwitzt auch nicht so drin, weil natürlich Bambus ja als Naturfaser einfach sehr atmungsaktiv ist und ja, es ist ein ganz, ganz leichtes Tragegefühl. Ich kann auch mal zeigen, was ich daraus gestrickt habe. Und zwar habe ich das einmal quasi einfädig gestrickt und einmal mit doppeltem Garn. Das sieht man hier. Also das sind jetzt auch so ein bisschen dickere, festere Socken. Ich kann auch noch mal reinzoomen für die Struktur. Genau, und ihr seht, das ergibt auch ein ganz, ganz tolles Maschenbild und wie gesagt, die Socken sind einfach unglaublich weich und das hier ist jetzt die Socke, die ich einfertig gestrickt habe. Also die ist auch nochmal leichter, die kann ich mir auf jeden Fall auch gut für Übergangszeit, auch für den Sommer dann noch vorstellen. Und das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung an euch. Und genau, wie gesagt, ansonsten eben diese klassische Sockenwolle, wenn ihr solche coolen bunten Socken stricken wollt. Genau, was brauchen wir noch? Natürlich eine Schere dann am Ende zum Faden abschneiden, das ist natürlich klar, das brauchen wir immer. Und ich stricke immer mit 3er Nadeln und zwar mit einem Nadelspiel. Davon benötigen wir 5 Stricknadeln. Meine hier sind jetzt von Prim aus Holz und was ich ganz gerne auch verwende, sind tatsächlich die Cubics. Also die, ich schau mal, ob man das im Video auch sehen kann. Die sind quasi nicht rund, sondern
ja, haben quasi vier Kanten sozusagen. Hier sieht man es, glaube ich, so ein bisschen. Und irgendwie, finde ich, rutscht dadurch die Wolle einfach so ein bisschen besser von den Nadeln. Aber das probiert ihr am besten einfach mal für euch selbst aus. Genau, mir fehlt jetzt hiervon noch die zweite Socke, deswegen zeige ich euch jetzt mal den Sockenstrickprozess anhand dieser Wolle. Und wir stricken jetzt hier, beziehungsweise alle Angaben, die ich euch jetzt mache, beziehen sich auf eine, ja, sag ich mal, normale Fußbreite und eine Größe, sagen wir mal, 38 bis 41. Also wir können die Länge der Socke hier vorne auch noch dann jeweils der Größe nach anpassen. Und genau, vom hier Bündchen her ist das bei verschiedenen Größen eigentlich immer das gleiche, außer ihr strickt jetzt enorm große Herrensocken beispielsweise oder Kindersocken, dann müsst ihr das natürlich dementsprechend nochmal anpassen. Und wir beginnen jetzt damit, 49 Maschen auf unsere ersten zwei Nadeln aufzunehmen. Genau, ich lasse mir hier immer so ein bisschen Luft beim Faden und schlage dann so meine Maschen an. Jetzt sind wir bei 49 angeschlagenen Maschen. Jetzt kann ich hier eine Nadel rausziehen und jetzt bauen wir quasi unser Nadelspiel auf. Und zwar stricke ich jetzt immer 12 Maschen auf meine Nadeln sozusagen nacheinander drauf. Und auf der letzten Nadel haben wir dann 13 Maschen. Die ziehen wir dann über, weil so bekommen wir einen schöneren Übergang hin, quasi dieses runden Musters, was wir dann ja stricken. Was ich jetzt außerdem mache, wenn ich die ersten Maschen abstricke, dass ich hier dieses Endstück sozusagen, was ich jetzt hier noch in grün über habe, einfach mit einstricke. Dann ist nämlich die oberste Reihe so ein bisschen dicker und ich finde, das sieht dann auch immer einfach ordentlicher und schöner aus. Im Übrigen, wir stricken ja jetzt eigentlich dann gleich das Bündchen, aber ich mache die erste Reihe auch einfach immer komplett in rechten Maschen, was auch nochmal den Effekt hat, dass es einfach ordentlicher aussieht. Ihr könnt natürlich auch gleich mit zwei rechts, zwei links anfangen, aber ich stricke immer die erste Reihe eben nochmal in rechts ab und genau, das machen wir jetzt. So, die ersten 12 sind hier auf der ersten Nadel drauf. Dann gehe ich in die zweite Nadel sozusagen über und stricke jetzt hier auch wieder 12 drauf. Jetzt bereite ich mein Nadelspiel vor und schaue, dass der Faden hier einfach nicht verdreht ist. So. Das müsste passen. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mir die erste Masche hier auf der rechten Nadel auf meine linke rübernehme, wenn es funktioniert. So. Na, komm schon. So. Genau. Und jetzt nehme ich mir ja die fünfte Nadel zur Hand und damit stricke ich jetzt diese ersten zwei Maschen, also die erste von hier und die letzte von der rechten Nadel zusammen. Jetzt haben wir die erste rechte Masche gestrickt und jetzt beginnen wir unser Bündchenmuster mit zwei rechts, zwei links. Das heißt,
Ich mache jetzt noch eine rechts und zwei links. Dann wieder zwei rechts und zwei links. Zwei rechts und zwei links. Dann geht's zur nächsten Nadel und hier wird das Bündchenmuster fortgeführt. Somit sind wir also fertig mit der ersten Runde und ich stricke jetzt einfach nochmal weiter ein paar Reihenbündchen. Dann wird das mit dem Nadelspiel auch einfacher und ist nicht mehr so, ja, instabil. Und ich habe jetzt bei dieser Socke hier 15 Reihenbündchen gestrickt. Das werde ich natürlich auch für die andere Socke machen. Wenn ihr das Bündchen ein bisschen höher oder schmäler haben wollt, dann passt das einfach nach euren Vorstellungen an. So, nachdem wir jetzt das Bündchen in 15 Reihen, zwei rechts, zwei links gestrickt haben, beginnen wir auch schon mit dem Schaft der Socke. Das ist diesen Teil hier bis zur Ferse. Der wird einfach glatt rechts in 35 Reihen gestrickt. Wie gesagt, auch hier könnt ihr das Ganze natürlich kürzer oder länger machen, je nachdem, wie ihr das möchtet. Aber ich finde, 35 Reihen sind eigentlich so eine ganz gute Länge. Glatt rechts bedeutet einfach nur rechte Maschen zu stricken. Nachdem ich jetzt den Schaft gestrickt habe, können wir uns der Ferse widmen. Und dazu lege ich jetzt zwei Nadeln still und die Maschen der restlichen zwei Nadeln stricke ich jetzt zuerst mal auf eine Nadel drauf. Und dann werden wir hier ein Stück anfügen, was wir dann in Hinreihen rechts und in Rückreihen links stricken. Und zwar insgesamt in 19 Reihen. Das machen wir jetzt mal. Also zuerst einmal hier noch die erste Reihe rechts, da stricke ich alles auf meine eine Nadel drauf. Jetzt wende ich das Ganze. Und stricke eine linke Rückreihe, dabei stricke ich die erste Masche aber rechts. Also eine rechte Masche und ansonsten in linken Maschen zurück. Jetzt wieder wenden und die nächste Hinreihe wieder in rechts und so weiter, bis wir eben 19 Reihen gestrickt haben. So, ich habe jetzt hier meine 19 Reihen gestrickt und wir machen jetzt noch eine 20. Rückreihe, also eine linke Reihe, sodass wir dann wieder die rechten Maschen vor uns haben. Also wieder eine rechts und alle anderen links stricken. So. In der nächsten Reihe werden wir jetzt einmal bis zur Mitte stricken, das heißt 12 Maschen rechts abstricken. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. 12. Jetzt stricken wir wiederum eine rechts, heben eine ab, stricken eine rechts, heben die abgehobene Masche, das sieht man jetzt hier ganz gut farblich,
über die davor, stricken wieder eine rechts und wenden die Arbeit. Hier wird die erste Masche zum Linksstricken abgehoben. Das heißt, wir stechen so von oben ein, abheben, stricken jetzt drei links. Und stricken zwei links zusammen. Das heißt, wir nehmen unseren Arbeitsfaden hier vor die linke Nadel, stechen von hinten in zwei Maschen ein. So. Und stricken die beiden jetzt zusammen ab. Dann folgt noch eine linke Masche und wir wenden die Arbeit. Wie ihr seht, ist hier jetzt eine Lücke entstanden und die wird gleich noch eine Rolle spielen. Wir heben die erste Masche hier links ab, stricken jetzt rechte Maschen bis eine vor dieser Lücke hier. Also 1, 2, 3, 4. Heben diese Masche vor der Lücke ab. Stricken die nach der Lücke rechts ab, heben die abgehobene über die davor und stricken eine rechts. Hier auf der anderen Seite hat sich jetzt auch eine Lücke gebildet, die ist jetzt in der nächsten Reihe relevant. Wir wenden die Arbeit, heben zum Linksstricken ab die erste Masche, stricken linke Maschen bis eine vor der Lücke. Und stricken die vor und nach der Lücke zusammen links ab. Es folgt eine linke Masche und dann wenden wir wieder auf die andere Seite. Und so geht es jetzt immer weiter. Immer die erste Masche zum Linksstricken abheben. Hier rechte Maschen bis eins vor der Lücke. Die hier abheben vor der Lücke, die nach der Lücke stricken, die abgehobene drüber ziehen und noch eine rechte Masche und wenden. So, im Linksstricken abheben, linke Maschen bis eine vor der Lücke. Die vor und nach der Lücke links zusammenstricken und eine linke Masche. Wir wenden. Und wir sehen hier schon ganz schön, hier entsteht die Ferse. Das Ganze machen wir übrigens, bis wir hier zum Rand hinausgekommen sind. Ich bin jetzt auf einer Seite am Rand, hier sind noch zwei, das heißt, ich stricke jetzt nochmal eine Reihe zurück. Und jetzt sind wir schon fast mit der Ferse fertig. Ihr seht, da ist jetzt hier so ein 90-Grad-Winkel sozusagen entstanden. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir wieder für den Fuß in Reihen weiter stricken. Und dafür müssen wir hier die Randmaschen aufnehmen. Ihr seht hier an der Seite diese Perlen, die durch unsere rechten Anfangsrandmaschen entstanden sind. Und diese alle wollen wir aufnehmen. Und zudem hier in der Ecke nehmen wir auch zwei Maschen auf, die wir dann nachher wieder zusammenstricken. Aber sonst entsteht hier nämlich oft bei dem Übergang so ein unschönes Loch. Und wir wollen jetzt auf jede Nadel insgesamt 15 Maschen drauf bekommen. Das heißt, ich nehme hier mit den zwei stillgelegten Maschen erstmal noch drei bzw. vier Maschen auf. Also einmal hier aus der Ecke zwei Maschen, dann eine Perle und noch eine Perle. Jetzt nehme ich mir meine vierte Nadel zur Hand und nehme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perlen auf. Und von der Nadel hier nehme ich mir jetzt dann noch
7 Maschen rüber, weil ich ja auf 15 kommen will. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Die zweite Nadel ist aufgenommen. Jetzt hier bei der anderen stillgelegt nehme ich auch wieder 2 aus der Ecke auf. Und noch 2 weitere Perlen. 1, 2. Und auf meine 5. Nadel nehme ich mir die verbleibenden 8 Randperlen hier auf. Das Ganze sollte jetzt so aussehen. Und jetzt können wir ganz normal weiter in Runden stricken. Hier auf der einen Nadel haben wir jetzt 8 Maschen und hier drauf 7. Das heißt, ich stricke die hier ganz normal auf meine rechte Nadel drauf. Dann habe ich wieder eine Nadel frei und weiter geht's mit der nächsten Nadel. Die beiden Maschen, die ich aus der Ecke herausgenommen habe, die stricke ich jetzt in der ersten Reihe einmal noch ab und dann in der nächsten Reihe zusammen. So, das sind jetzt diese beiden hier. So, jetzt hier im Eck angekommen. Ich habe die ersten 2 abgestrickt, die quasi von diesem Fersenschaft da noch kommen. Und die 2, die ich extra aus dem Eck aufgenommen habe, stricke ich jetzt einfach zusammen rechts ab. So, und dann ganz normal rechts weiter und auf der anderen Seite ebenso. So, hier sind es diese beiden weißen. Die stricke ich zusammen rechts ab. Und die 2 seitlichen. Gut. Jetzt sollten wir auf jeder Nadel 15 Maschen drauf haben. Und jetzt können wir unseren Fuß stricken. Der variiert natürlich jetzt je nach Schuhgröße. Für eine Größe 39-40 stricke ich jetzt so ungefähr 55 Reihen. Ihr könnt aber natürlich auch immer mal wieder euren Fuß hier durchhalten und ich würde mal sagen, sobald ihr so am Ansatz eurer Zehen seid, könnt ihr dann auch aufhören. Oder ihr macht das Ganze eben mit einem Lineal. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, ich habe jetzt hier meine 55 Reihen gestrickt. Das heißt, wir können jetzt mit der Sockenspitze beginnen. Wir werden eine solche Sternspitze stricken. Zumindest mache ich das immer so. Es gibt natürlich auch noch einige andere Möglichkeiten, eine Spitze zu stricken. Aber ich finde, das sieht richtig schön aus. Von oben sieht man es jetzt nicht so gut. Genau. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Dafür stricke ich jetzt eine Masche rechts, eine links. Bis zum Ende der Nadel rechts bis auf 2 Maschen. Und die letzten 2 stricke ich dann links zusammen. Und das jetzt einmal die ganze Reihe herum. Eine rechts,
eine links, rechte Maschen bis auf die letzten zwei. Und diese werden links zusammengestrickt. Nach dieser Reihe folgt jetzt eine Reihe ganz normale rechte Maschen. Nachdem ich jetzt einmal rundherum rechte Maschen gestrickt habe, machen wir jetzt in der nächsten Runde auf jeder Nadel zwei rechte Maschen, dann eine linke, dann bis zwei vor Ende stricken und die letzten zwei wieder zusammen. Und so wiederholen wir das jetzt immer weiter. Wir stricken quasi dann jeweils abwechselnd immer eine Runde komplett rechts herum. Und dann erhöhen wir hier die rechts gestrickten Maschen am Anfang immer um eins. Das heißt, also jetzt machen wir die Runde eben mit zwei rechts, eine links und so weiter. Dann einmal rundherum in rechts, dann kommen drei rechts, eine links, dann wieder eine rechts komplett herum, dann vier rechts, eine links und so weiter. Und immer die letzten zwei quasi in dieser Runde, wo wir hier die linke Masche noch reinstricken, zusammenstricken. Und das so lange, bis wir hier drüben angekommen sind mit unserer einen linken Masche. So, ich bin jetzt hier bei sechs rechten Maschen, einer linken, einer rechten und die letzten zwei zusammengestrickt. Und jetzt mache ich nochmal eine Runde rechte Maschen und dann geht's anders weiter. Ab jetzt stricken wir in jeder Runde auf jeder Nadel jeweils die letzten beiden Maschen links zusammen und das so lange, bis auf jeder Nadel nur noch insgesamt zwei Maschen drauf sind. Und die letzte Nadel. So. Und was wir jetzt machen, wir ketten jetzt alle Maschen über diese erste Masche ab, dass wir dann am Ende den Faden quasi durchziehen können. Also die erste drüber ziehen. So, dann nehme ich mir die Masche auf die rechte Nadel drauf. Ziehe die erste drüber. Und die zweite drüber. So, die Nadel kann auch weg. Dann diese Masche auf die nächste Nadel. Drüber ziehen. Und drüber ziehen. Und auf die letzte Nadel. Und auch hier beide Maschen abketten. Und jetzt können wir hier den Faden durchziehen. Einmal abschneiden. Und das Ende natürlich vernähen. Ich ziehe das immer nach innen und vernähe das dann da und dann ist unsere Spitze fertig. So, um das jetzt noch zu vernähen, wende ich mir einmal meine Socke. Hol mir hier in der Mitte den Faden nach hinten. So. Ziehe das einmal noch feste zu. Und jetzt hier einfach vernähen. Und die Socke ist fertig. Ja.
Ja, das war's mit meiner Sockenanleitung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt jetzt auch, so wie ich, das Sockenstrickfieber für euch entdeckt. Lasst mir auf jeden Fall super gerne Feedback in den Kommentaren da, wie ihr dieses Video findet, ob es euch weitergeholfen hat, ob ihr euch noch irgendwas besser erklärt wünschen würdet oder auch, welche Videos ihr euch in Zukunft von mir wünscht. Und dann schaue ich mal, dass ich das alles umsetzen kann. Und ja, lasst gerne auch ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.